heute lassen wir es richtig krachen. Und zwar mit diesen traumhaften Maulwurfshügel-Cupcakes. Und wie einfach die in der Zubereitung sind und natürlich vegan, zeige ich euch jetzt. Dann legen wir auch schon los. Für unsere Zutaten brauchen wir 300 Gramm helles Dinkelmehl oder Weizenmehl, 75 Gramm Zucker, 3 Esslöffel Backkakao. Für die ganz Faulen, weil ich habe heute keine Lust, Schokolade zu hacken, habe ich einfach 50 Gramm Schokostreusel genommen. Ihr könnt die Schokolade aber auch schmelzen. Das ist euch überlassen. Dann ein halbes Päckchen Backpulver. 1 bis 2 Messerspitzen Kaisernatron. Bei den flüssigen Zutaten habe ich wieder Vanillehafermilch, 250 ml. Habt ihr keine mit Vanillegeschmack, dann nehmt einfach noch einen Teelöffel Vanilleextrakt dazu. Und heute noch ein bisschen Umdrehung, ein Schuss Amaretto, 25 ml. Ihr könnt aber natürlich auch ohne Alkohol den Amaretto nehmen als Amaretto-Likör. Und ganz, ganz wichtig, ich sage es ja immer wieder, raffiniertes Rapsöl, also geschmacksneutrales Rapsöl, davon 150 ml. Und last but not least 25 bis 50 ml kohlensäurehaltiges Mineralwasser. So, und jetzt noch ganz wichtig, 2 Förmchen habe ich hier schon zur Ansicht, also zur Präsentation. Heute nehme ich nicht die kleinen Förmchen wie sonst, davon würden wir jetzt 12 eigentlich hinbekommen, 12 Cupcakes. Aber wir nehmen die große Form, da haben wir einfach mehr Platz, da können wir einfach ganz viel Sahne reinhauen und noch Kirschen und Bananen. Und die sind 5,5 cm hoch, haben einen Durchmesser von 7 cm, davon können wir allerdings nur 6 Stück dann machen. Die gibt es übrigens auch bald in meinem Shop. Zwinker. Also, nehmen wir los. Genug gebrabbelt. Und ganz wichtig, bevor wir jetzt loslegen und ich wieder alle trockenen Zutaten zuerst mische, wie ihr ja wisst, müsst ihr euren Backofen vorheizen. Auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Alle trockenen Zutaten. Wie immer in beliebiger Reihenfolge. Ich gebe jetzt schon mal ein bisschen Pflanzenmilch hinein, denn wie ich festgestellt habe, spinnt meine KitchenAid. Ich schalte auf Stufe 1, aber sie legt gleich bei Stufe 2 los. Neulich sah ich nämlich etwas angesaugt aus. Seht ihr das? Gibt gleich Gas. Noch mal an den Teig ran. Der klebt aber ganz schön. Ist so ein bisschen wie die. Wegen der Schokostreusel. Ja, wie die Brownie-Torte. So. Jetzt lösen wir noch mal den Teig von der Schüssel. Also der klebt ganz schön. Also in dem Fall, das erinnert mich so ein bisschen an so Brownie-Torte. In dem Fall nehmen wir jetzt die gesamte Sprudelmenge. Also 50 ml kohlensäurehaltiges Mineralwasser. Oh, guckt euch das mal an, du. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel für meine Maschine heute. Ich hoffe, ihr gebt jetzt nicht noch den Geist auf. Das wäre schade. So, ready. Jetzt füllen wir den Teig in unsere Förmchen. Mein Tipp an dieser Stelle, nehmt am besten so eine kleine Soßenkelle. Damit lassen sich die Förmchen besonders gut befüllen. Boah. Also 2 Kellen auf alle Fälle. Ich würde sie wirklich
Ja, schaut mal, also so einen Fingerbreit würde ich Platz lassen. Denn wir brauchen ja auch ordentlich Material, um den Maulwurfshügel auch so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Und das schaffen wir ja mit dem Kuchenkrümelteig. Also jetzt für 25 Minuten bei Ober- und Unterhitze bei 175 Grad in den Ofen. Da sind sie schon. Ich habe es natürlich komplett abkühlen lassen und jetzt machen wir aus ihnen Maulwurfshügel-Cupcakes. Dann hüllen wir die Cupcakes jetzt aus. Dafür nehmt ihr einfach einen gewöhnlichen Teelöffel. Nur nicht zu tief. Da achtet bitte darauf, dass ihr noch einen Boden habt bei den Cupcakes. Hier bombastisch hochgegangen sind, das hätte ich nicht gedacht. Mache ich jetzt einfach mit dem Finger so ein bisschen Kuchenmasse weg. Und jetzt zerbröseln wir einfach mit den Händen den Kuchenteig. Aus. Prima, aber das ist ja nur das Topping. Jetzt zeige ich euch erstmal, was in die Maulwurfshügel-Cupcakes hineinkommt. Ganz klar natürlich Sahne. Sie muss gesüßt sein und aufschlagbar und ich schwöre ja auf die von Schlagfix. Dieser kleinen Größe hole ich sie eben im Kaufland. Ihr könnt aber auch im Internet sie bestellen. Da kriegt ihr sie zum Beispiel hier auch in so einer großen Packung, 1 Liter und da spart ihr nochmal rund 20%. Gut, dann habe ich mir gedacht, ganz klar natürlich eine Banane muss rein. Wie wäre es dann mit ein paar Schokostreuseln und noch ein paar Kirschen. Das war's auch schon. Dann schlagen wir jetzt erstmal die Sahne auf. Wir nehmen 200 Milliliter. Glaub mir, selbst morgen früh wird die noch so dran kleben. Wisst ihr eigentlich, dass die Oreo-Cupcakes, dass da die Kekse am nächsten Morgen noch senkrecht in der Sahne standen? Das war wirklich brutal. So, einen Spritzbeutel mit Sternhülle. Ihr könnt eigentlich auch die Sahne so aufgeben. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt mit so einem riesen Teigschaber. Ihr könnt es mit einem Teelöffel machen, aber ich finde es doch ein bisschen präziser, wenn wir das mit der Spritztülle machen. So, jetzt befüllen wir die Cupcakes nach Herzenslust. Da gibt es eigentlich keinen richtig oder falsch. Jetzt mache ich erstmal überall eine Kirsche rein, dann ein paar Bananenscheiben und zu guter Letzt noch ein paar Schokostreusel. Ja, dann kommen wir jetzt zur Krönung. Unser Sahnehäubchen. Und jetzt werden wir einfach nur noch die Kuchenkrümel über den Sahnehäubchen verteilen und dann war es das auch schon. Es gibt natürlich jetzt ein bisschen Sauerei. Die Kuchenkrümel auch einfach so drauflegen oder andrücken. Ich habe schon mal eine schöne Tortenplatte rausgesucht, damit wir auch unsere Maulwurfshügel-Cupcakes schön in Szene setzen können. Das sind aber auch Kravenzmänner. Ich müsste mal einen auf die Waage stellen. So, ihr Zuckermäuse, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und natürlich beim Naschen. Wenn ihr mich verlinken mögt auf Facebook oder Instagram, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen und eure Wünsche und Kommentare oder Anregungen gerne hier unten im Kommentarfeld oder ihr schickt mir eine E-Mail. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch wie immer nur das Beste. Tschüss, eure Kathi und bis zum nächsten Mal.